Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Felkner Sicherheitstechnik. Mein Name ist Albrecht Felkner, ich sitze hier in dem wunderschönen Ladengeschäft in Freital und ich möchte euch heute mal was zeigen zum Thema Färbung. Wir haben ja immer schon mal über Zylinderfärbung gesprochen, jeder von euch kennt Edelstahl, matt oder chrom poliert, Messing poliert, das sind alles so die klassischen Färbungen, die wir ja eh anbieten für unsere Schließzylinder. Aber was ist heute gerne gesehen, besonders bei modernen Türelementen, bei super modernen Einfamilienhäusern oder so, da werden die Türen gerne in Dunkelanthrazit oder in Schwarz gestaltet, weil das liegt eben gerade auch ein Stück weit im Trend. Und was kann man da machen, auch im Bereich der Sicherheitstechnik? Ihr seht, ich habe mal hier einen Musterstock mitgebracht. Auch wir können alles in Schwarz. Black is beautiful, das ist das Thema des Videos heute. Und ich habe mal ein paar Komponenten mitgebracht rund um die Tür, die mal zeigen sollen, was man da so machen kann. Hier haben wir jetzt mal einen Beschlag von der Firma Hewi in Schwarz. Wir haben auch Beschläge von anderen Herstellern, die wir in Schwarz haben. Rosettenbeschläge, genauso wie Langtür, also Schutzbeschläge, die wir in Schwarz ausführen können. Geht hier aber weiter, wenn das jetzt eine schwarze Tür ist. Auch das Einsteckschloss, wie ihr hier sehen könnt, kann in Schwarz ausgeführt werden. Hier habe ich es nochmal im ausgebauten Zustand. Wir haben vorne einen schwarzen Stulp, wir haben eine schwarze Falle und wir haben einen schwarzen Riegel hier unten drin, sodass es also optisch auch wieder zur Tür passt. Das wäre zum Beispiel jetzt in Silber vielleicht nicht so schön. Ne? Und wir haben auch, und das denke ich auch ganz wichtig, auch einen schwarzen Schließzünder. Der sieht im ausgebauten Zustand so aus, da werdet ihr dann sagen, na, das ist aber jetzt eine komische Färbung. Die Wahrheit ist ja aber, im eingebauten Zustand seht ihr dann nur noch die Fronten. Und da ist er genauso jetzt hier in dem Beispiel mal schwarz-matt ausgeführt. Können wir für einige Schließsysteme, hier im Beispiel mal CES RHM, wen das Schließsystem interessiert, hier oben oder hier oben, gibt es dann den Link zum Video. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Aber wie gesagt, also auch das in Schwarz lieferbar. Und für alle die, die jetzt sagen, ja, das ist alles schön, aber ich will ja auch gerne die Zukunft der Sicherheitstechnik mitnehmen, also digitale Zutrittskontrolle, Motorschlösser, all diese Themen. Auch das funktioniert. Wir haben mal ein Video gemacht zu TD Go und zu TD Pro. Falls ihr euch erinnert, das TD ist serienmäßig in Silber gehalten, aber auch das TD Pro, das ist hier das TD Pro Motorschloss und hier ist das TD Go Motorschloss, was auf jeden bestehenden Zylinder aufgesteckt werden kann. Auch das gibt es in Schwarz ausgeführt, sodass das also optisch alles zueinander passt und ihr eben wirklich eine komplett schwarze Tür habt. Mal jetzt hier am Beispiel Schwarz. Wir können das sicherlich auch für andere Farben realisieren. Bei Schwarz können wir mittlerweile in das Standardprogramm unserer Hersteller greifen. Jeder Hersteller baut ein schwarzes Einsteckschloss, aber doch einige. Und ja, da sind wir ein bisschen flexibler. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ich brauche das alles in Weiß, dann kriegen wir das sicherlich hin. Aber da müssen wir eben mal gucken, was wir dann für Hersteller haben. Ich denke, es ist mal ganz interessant zu sehen, was man heute so machen kann, weil auch die Optik sollte nie leiden, wenn ihr euch heute sicherheitstechnisch ausstattet. Das geht los mit bei Alarmanlagen, wie sehen Melder aus, sind die in der gleichen Farbe wie das Fensterelement, sind die in der gleichen Farbe wie die Wandfarbe. Das alles ist heute realisierbar und eben hier am Beispiel der Tür mal ganz gut zu zeigen. Wenn euch das Ganze interessiert, besucht unsere Ladengeschäfte in Dresden, in Freital, schreibt hier unter das Video Kommentare, wir lesen sie immer durch und versuchen auch zeitnah zu antworten. Schreibt uns gerne auch an info@felkner.de oder ruft uns an. Wir sind gerne euer Ansprechpartner. Also wenn euch sowas interessiert, einfach kurz kontaktieren, dann geht es los. Ja, sonst bleibt mir bloß zu sagen, bleibt sicher, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.